Hallöchen, mein kleinen Wölflein. Willkommen zu Dead by Daylight und auf dem öffentlichen Spieler-Test-Server. Hier wird nämlich das neue Mobilsystem getestet und das ist gleich gegen eine Krankenschwester. Also das neue Mobilsystem auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal ganz kurz konzentrieren. Und ich weiß nicht, ob die auch schon das mit dem, na, dass man nicht mehr ewig flacken kann, also dass man von selber aufstehen kann. Ob die das auch schon testen, das weiß ich gerade nicht. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was hier so passiert. Ich habe einen Perk dabei, Flink, Bestärkung, Adrenalin und genügend Zeit. Sie scheint auf, okay, sie konnte aufstehen, aber sie hat halt auch Dings dabei. Kein Gejammer und Beharrlichkeit, so wie es ausgesehen hat. Und der Nerd hat auf jeden Fall ansteckende Angst. Sie ist disconnected. Oh Mensch, Leute, das ist doch nur ein PDB. Ist doch nur zum Testen. Naja, schauen wir mal nach. Die anderen ein bisschen länger durchhalten. Meint ihr mit Nomida ist natürlich ein einfaches Ziel. Ich stehe da jetzt aber auch einfach nur rum, den Nerd auch. Geht auch klar. Nee. Oder will die, ich glaube, die will jetzt mit uns farmen, weil da eigentlich disconnected ist. Kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ob man auch aufstehen kann jetzt. Ich heile mich. Uff. Okay, jetzt kann die Krankenschwester Morin, weil wir alle... Ne, nicht alle. Hey, ich verstehe es nicht. Moment. Also geht... Also... Ich check's gerade wirklich nicht. Also wir liegen jetzt zu zweit auf dem Boden. Aber eine Überlebende steht noch. Dann scheint sich das Ding zu aktivieren, dass man Morin kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Okay, krass. Die haben das jetzt doch auch schon so mit reingenommen. Interessant. Interessant, interessant. Okay. Also jetzt ist halt auch noch die Frage, kann man unendlich oft wieder aufstehen? Ich werde es dann natürlich auch aus Killersicht nachher ausprobieren, wie das aussieht, wenn man Morin kann. So, ich helfe dir kurz. Ich weiß, PDB und so, aber ich möchte trotzdem mindestens ein bisschen ernst spielen. Ist halt die Frage. Ah. Ne, die andere steht wieder, deswegen. Wow. Sie ist wieder aufgestanden. Ich meine, ich weiß, dass bei unbeugsamen Seelenwächter Nomida eben. Gibt es noch einen Perk, wo man selber aufstehen kann? Ich glaube nicht. Doch, das Boon exponentiell, da wurde der Effekt rausgenommen, dass man immer wieder aufstehen kann. Aber man heilt sich trotzdem schneller, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich weiß nicht. Ich verstehe das alles noch nicht so ganz. Ich dachte, da kommen wir noch
jeden Fall noch. Oh Gott, also den Sound müssen wir ein bisschen leiser machen. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist einer von beiden Moriba oder sind beide Moriba oder bin jetzt nur ich Moriba? Das verstehe ich nicht. Und hier einen Haken. Das ist halt die Frage, die Antwort wurde auch aufgehoben, oder? Ja. Bin ich dadurch dann nicht auf One-Hit oder nicht? Oder wie schaut es denn aus? Keine Ahnung. Na, wenn die sich jetzt sterben lassen alle, warum? Okay, jetzt ist das Mori-Dings weg. Du stirbst nicht hier. Okay. Hätte ich natürlich dann am Unbeugsam und so weiter mitnehmen können, ne? Aber hätte Fahrrad hätte. Seit wann ist denn hier? Okay, keine Ahnung. Steht die Wand da nicht? Und tschüss. Okay. Darf ich dir hochhelfen? Okay, also das ist schon... Ist die disconnected? Okay. Jetzt ist halt auch die Frage, wie ist es jetzt, wenn ich als letzter Überlebender stehe? Und ob jetzt sie hier jetzt automatisch gemurrt wird. Nee, wird sie nicht. Ich meine, sie verblutet jetzt eh. Nee, sie wird aufgehangen, okay. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich jetzt eben als Einziger übrig bleibe, also als Einziger. Ob jetzt eine automatische Mori-Animation beginnt, weil das wäre natürlich mega fies. Ich will ja noch die Hedge haben und so. Oder ob das nur passiert. Wenn ich auch auf dem Boden liege. Das probieren wir einfach aus. Ich kann mich ruhig schlagen. Oh, lässt du die jetzt rauswickeln? Scheint so, ne? Oh, aber diesen Sound und den Effekt müssen sie irgendwie anders machen. Also, der verwirrt mich. Der verwirrt mich extrem. Na gut, ich gehe jetzt nochmal an den Chen da hinten. Ah, ne, es ist viel zu laut. Wird die aufgehoben. Jetzt wird sie aufgehängt, okay. Ich dachte, ich kann mich jetzt ruhig killen, weil mich würde jetzt auch interessieren. Da ist zwar die Luke. Da. Zu weit geportet. Mach so das Ding und hau mich. Komm. Schlag mich. Ich will wissen, wie es aussieht. So, nochmal. Ah ja. Interessant. Okay, was passiert jetzt? Ah ja, interessant. Also es wird sofort automatisch eine Mori-Animation gemacht, sobald man auf dem Boden liegt, jetzt da. Krass.
Okay, das ist wirklich interessant, muss ich zugeben. That was interesting. Also ich fand es interessant, muss ich ehrlich zugeben. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Runde Killer spielen und dann mal gucken, wie es aus Killer-Sicht aussieht. Gerade wenn du die Option hast, dass du Morin kannst. Also ich habe ja zumindest das Symbol immer da gehabt. Ja, dann mache ich aber ein extra Video und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!